sonst nicht dieses Ding. Nachrichten sollte man in einer Zeitung lesen. Denkst du auch, wir sollten mit dem Pferd zur Arbeit reiten? Ach, weißt du, bei Technik handelt es sich nicht immer um Fortschritt. Ich persönlich fühle lieber die Zeitung in meiner Hand. Ich habe Zugang zu über 100 Zeitschriften und Nachrichtenagenturen. Nicht zu vergessen sind die Millionen Webseiten und Blogs. Oh klar, Blogs. Irgendein Typ in Unterhosen, der bei Mama im Keller wohnt. Eine Stellung zur wirtschaftlichen Entwicklung. Was? Tess Brown schreibt doch hier tatsächlich, mein letzter Roman sei spürstig. Wer ist Tess Brown? Krimi-Autorin, sie hat 3 Bestseller geschrieben, ich aber 6. Hast du dich mal über ihre Arbeit geäußert? Während eines Interviews wurde ich mal über ihr letztes Buch befragt. Mhm. Hier. Verständlich, dass sie den Seitenhieb verpasst. Wieso? Tess Brown lässt es nicht zu, dass die Wirklichkeit ihren unglaublichen Geschichten in die Quere kommt. Es ist ja auch so. Obwohl ihre Bücher Fantasie zeigen, fehlt ihnen die Autorität und der Sinn für die Wirklichkeit. Bei diesem besonderen Genre ist die akademische Qualifikation äußerst wichtig. Du hast sie rund gemacht, das ist ein Verriss. Das sehe ich nicht so. Natürlich nicht. Dein Taktgefühl ist nicht deine Stärke. Soll ich wirklich den Rat von einem Technikfeind annehmen, der meint, dass unsere letzte große technische Errungenschaft von Johannes Gutenberg kommt? Meine Beweisführung ist abgeschlossen. Booth? Gut. Okay, sind unterwegs. Wir haben eine Leiche in deinem Rastplatz am Blue Ridge Highway. Ich habe vielleicht gerade meine Beherrschung verloren, aber ich betrachte mich als eine sehr taktvolle Person. Mhm. Das ist eine schöne Krawatte. Man sieht nicht mal den Milchfleck drauf. Sehr taktvoll. Sehr taktvoll aus. Ja, finde ich auch. Also, was haben wir? Leichenteile eingeklemmt in einem Biberdamm. Ziemlich übel aufgebrochen. Beeindruckende Ingenieurleistung. Wow, der hat dem Biber ja eine Menge Arbeit abgenommen. Ja, wir können ihn erst rausnehmen, wenn wir weiter flussaufwärts einen neuen Damm gebaut haben, damit die ganzen Beweismittel überflutet werden. Anhand des superorbitalen Rands der Nasenöffnung und des minimalen Zahnverschleißes tippe ich auf einen weißen Mann zwischen 28 und 32 Jahren. Der Insektenaktivität nach liegt er hier etwa seit 3 Tagen. Agent Booth? Ja? Wir haben da oben an der Hütte eine Blutspur gefunden. Sie führt direkt runter zum Flussbett. Also man hat ihn da oben getötet und dann hier runtergeworfen. Hey, was ist denn das von der Pampe? Ja, das ist von den Tigerschnecken, die überall rumkriechen. Der Schleim ist ein polymeres Material, das Wasser absorbieren kann und... Sag einfach Pampe. Ja, die Schnecken haben sich vom Opfer ernährt, nachdem er getötet wurde? Yep. Entfernt ihn, bevor noch weitere Beweismittel zerstört werden. Oh, wirklich? Es bricht mir das Herz, die schöne Arbeit des Bibers zu zerstören. So hat er eine hübsche Geschichte für seine kleinen Biberfreunde, nicht wahr?